Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Öl oder Gas sitzt in der Erde nicht in großen Höhlen, wie das manche Leute denken, sondern in ganz kleinen mikroskopischen Poren im Gestein. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie die Poren hier in diesem Modell. Und wenn wir jetzt eine Bohrung in die Erde abteufen, die mit Spülung gefüllt ist, dann steht diese Bohrspülung in direktem Kontakt mit diesen Formationsfluiden. Wenn der Druck in der Bohrung größer ist als in den Poren des Gesteins, dann fließt ein bisschen Spülung ins Gestein und die Feststoffe der Spülung kleiden das Bohrloch von innen mit einem Filterkuchen aus, sodass die Bohrung dann wieder dicht ist. Der große Vorteil dieses sogenannten überbalancierten Bohrens ist, dass mit Überdruck im Bohrloch kein Öl oder Gas in unsere Bohrung kommen kann. Und deswegen kann es auch an der Erdoberfläche nicht explodieren oder brennen. Der Nachteil des überbalancierten Bohrens ist aber, dass die Spülung ständig das Bohrklein auf der Bohrlochsohle festhält. Es kann also nicht weg und dadurch bohren wir nur sehr langsam vorwärts. Und außerdem ist dieser Filterkuchen möglicherweise auch problematisch, denn er behindert später die Förderung von Öl und Gas, weil er die kleinen Poren im Gestein verstopft. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage, ob man nicht auch mit Unterdruck im Bohrloch bohren könnte, sogenanntes unterbalanciertes Bohren. Beim unterbalancierten Bohren fließt ständig Wasser, Öl oder Gas in die Bohrung rein. Es kann sich also kein Filterkuchen bilden. Die Bohrlochwand bleibt sauber und die Poren werden nicht verstopft. Und wir können außerdem schneller bohren, weil das Bohrklein durch die Formationsfluide praktisch uns entgegengespült wird, so ähnlich wie das dieser Gulli hier im Bild hinter mir tut. Das sind alles Vorteile, die das unterbalancierte Bohren sehr attraktiv erscheinen lassen, aber ein unterbalanciertes Bohren ist auch in gewisser Weise gefährlich, denn die Bohrung läuft ständig über, so wie dieses Bierglas hier hinter mir. Ne? Man kriegt einfach nie Ruhe rein. Ständig läuft was über. Und wenn wir den Blowout-Preventer schließen und die Bohrung dicht machen, dann steht sie unter Druck. Und das ist auch ein Problem, weil es durchaus schwierig ist, ein unter Druck stehendes Bohrloch irgendwie zugänglich zu machen und das Bohrgestänge ein- oder auszubauen. Es gibt aber spezielle Bohrmethoden, die auch mit solchen Situationen zurechtkommen. Und wer genau wissen will, wie das geht, der kommt in unsere Vorlesung Tiefbohrtechnik 2 hier nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!